liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in Folge Nummer 67 über unserem Let's Play Minecraft Together Projekt und Let's Play, ja. Dörfchen bauen, Teil 2 würde ich sagen, ne, steht an und ich sehe gerade, hier ist ein bisschen was gewachsen, hier sollten wir auch langsam aber sicher mal was machen, aber vorher möchte ich ganz gerne die Türrahmen wenigstens noch hinbekommen, sodass wir dann auch tatsächlich hier sagen können, ja, wir sehen jetzt schon, das soll ein Häuschen werden. Also so sieht's aus, wie gesagt, wie ich gestern schon gesagt hatte in der Folge, ich bin da so ein bisschen so, also da hätte ich mir doch vorgestellt, dass wir da so ein bisschen mehr noch rausnudeln können an Gebäude, aber naja. So, hier ist dann der Torbogen, finde ich soweit ganz gut. Wir können dann rein theoretisch das auch nochmal kurz austauschen, weil ich glaube, das sieht dann wirklich besser aus, wenn das so abgeschlossen ist, also so. Dann würde ich fast sagen, die Türschwelle machen wir dann auch nochmal... Die Türschwelle machen wir dann auch nochmal so. Hier auch. Na, so, so, so. So, so, so. Und die beiden müssen wir wieder austauschen. Weil es sieht dann einfach ein bisschen einheitlicher aus. Ich glaube so, das ist, ja, das kann sich dann so sehen lassen. Hier machen wir genau das gleiche. Hier gibt es nur einen Eingang. Rein theoretisch könnte man jetzt hier von diesen Seiten auch Türen anbringen, um einfach das Dorf zu simulieren, dass es größer ist, weil die, wenn sich da nichts geändert hat, zählt das wohl tatsächlich als Tür, also als Gebäude, wenn dann halt eine Tür ist und ein Dach drüber ist, ne? Ich weiß es nicht, aber es sieht natürlich ein bisschen komisch aus, also deswegen lieber würde ich dann das Dorf tatsächlich größer machen wollen. Wieso ist denn das? Nee, ist richtig, ist. Ja, Moment mal, das ist aber eine optische Täuschung hier, oder? Wieso sind denn hier Blöcke? Das ist ja völlig falsch. Das nehme ich mal wieder weg. Also mit unserem Brunnen, da müssen wir nochmal neu ansetzen, glaube ich. Das sah ein bisschen anders aus, da gerade eben. So ein bisschen komisch irgendwie sah es aus. Da müssen wir nochmal gucken, was da los ist. So, da haben wir unsere Türrahmen schon mal. Wer weiß, was da war, was da los war jetzt gerade. Ja, irgendwie wohl ein bisschen extrem verbaut gestern. Kann passieren. So, wunderbar. Modulbauweise. So, so, so. Und so. Wunderbar. Die beiden nehmen wir dann auch noch mit raus. Tauschen sie aus. So, dann müssen wir nur noch auf der anderen Seite das gleiche machen. Und dann haben wir es auch schon. So, hier ist wieder diese Durchgangsgeschichte. Na, so. Zack. Ja, Sand in der Wüste bauen. Das haben wir ja auch noch nicht so häufig gemacht. In unserer Minecraft-Karriere, wo ich sage, da sind wir sehr... selten eigentlich, dass wir in der Wüste irgendwie so Dörfchen bauen, ne? Das haben wir eigentlich so, wir haben ja moderner gebaut oder so. Entweder so einfach so unser Starthäuschen und dann haben wir ja meistens irgendwie so modern gebaut. Und wenn ich da so an Unlimited World denke, an unseren riesengroßen Wolkenkratzer, den wir da haben. Und ja, also da ist das ja durchaus hier mal was anderes, was wir hier mal machen. Gut. Das kriegen wir hier hin. Ja, da müssen wir unbedingt heute noch das Feld abernten, dass es dann wieder neu wachsen kann, weil das ist verschwendete Zeit, die wir hier haben. Das ist wichtig, dass wir das abernten, dass es neu wachsen kann, weil je mehr haben wir dann zum Handeln, ne? So, jetzt haben wir dummerweise aber kein Cobblestone mehr. Alles, oh Gott, nee, wie viel brauchen wir denn da noch? Zwei. Also hier fehlt einmal Erde, einmal Gras. Zwei. Und hier haben wir noch die beiden Häuser. Okay, das ist nochmal eine doppelte Tür. Und Türen brauchen wir übrigens. Also Cobblestone brauchen wir und Türen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das schnell fertig mit dem Cobblestone. Das dürfte nicht weiter dramatisch sein. Das haben wir ja hier noch. Wunderbar, dann nehme ich mir mein Stacken eben mit. Und Türen sehe ich jetzt gerade nicht, weil da fehlt das Holz, ne? Heißt ja, denn wir würden jetzt hier Fichte nehmen. Aber Fichte will ich nicht. Ich würde schon ganz gerne hier so eine... Geht die Sonne unter? Tatsächlich, die Sonne geht unter. Und ich würde schon ganz gerne hier so eine Eichenholztür nehmen. Holz habe ich schon angepflanzt, das habt ihr gesehen da draußen. Das sind ja schon die Bäume, die müssten wir da mal fällen. Und dann können wir auch schon die Türen setzen. Ja, das würde schon mal gehen. Das heißt, da müssen wir nur noch die Grundmauern... Hallo? Nur noch die Grundmauern... Guck mal, wie es aussieht, so beleuchtet. Sieht gar nicht mal schlecht aus. Mit dem roten Himmel so in der Wüste. Doch, Freunde, ich glaube, das wird was. Das wird was.
So, jetzt kann ich schlafen gehen, wunderbar. Ja, und ich will die Folge auch diesmal nicht so lange werden lassen, weil wir haben jetzt in dieser Aufnahme-Season generell ja sehr, sehr lange Folgen produziert, fast an die halbe Stunde. Finde ich, wie gesagt, ein bisschen, ja, wieder fast schon zu lang, aber es war einfach daran, dass ich heute, wie gesagt, die Zeit gefunden hatte, eine Aufnahme-Season zu machen. Und deswegen halt kam es dazu, dass ich gesagt habe, okay, dann machen wir halt ein bisschen länger, ist ja nicht weiter dramatisch, kriegen wir auf jeden Fall hin. Und somit haben wir zumindest wieder mal ein bisschen was, dass wir jeden Tag eine Folge rauskloppen können, ne? Das war ja auch so irgendwie Sinn der Sache gewesen. So. Gut. Hier machen wir jetzt auch erstmal. Zack. Weil das möchte ich schon ganz gerne noch in dieser Aufnahme-Season fertig machen. Ich hatte zwar überlegt, so, ne, na, willst du jetzt wirklich noch eine Folge machen? Reicht es nicht? Aber, naja, letztendlich habe ich mich halt dazu entschlossen. So, Freunde, gut. Was ist denn jetzt? Hat es geklingelt? Ach du Scheiße, jetzt hat es geklingelt. Leute, ich muss mal kurz die Aufnahme unterbrechen. Warte mal, ich stelle mich mal kurz in Sicherheit. DHL kommt, cool. Hat man die Klingel gehört? Krass. Bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Sorry für die Unterbrechung. Das war tatsächlich der Briefträger. Juhu, da haben wir nämlich mal ein bisschen, ja, schön, sage ich mal, neue Metal-CDs bekommen. Das freut uns. So, jetzt nehmen wir das noch schnell ab hier. Dann kann das Ganze nämlich wieder neu wachsen. So. Ja, noch. Das braucht der Bibliothekar. Boah, das hört sich an wie ein Maschinengewehr, ey, krass. Okay, das sieht auf jeden Fall gut aus. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Da bekommen wir einiges hin und ich würde sagen, ist Weizen jetzt notwendig eigentlich? Ich weiß gar nicht. Na, wegen Emeralds, ne? Nehmen wir mal mit. So. Dann kann das nämlich auch wachsen. Dann würde ich mich hier nämlich AFK hinstellen. Und das kann ich ja mal machen. Da werde ich mich irgendwo einbauen in der Erde, sodass wenn Nacht wird, die Monster mich nicht erwischen. Und dann kann das hier nämlich in der Zeit, wo ich dann jetzt gleich verschwinden werde, kann das hier, wie gesagt, ich bin ja nicht lange weg, also so eine Stunde oder so. Und in der Zeit kann das hier dann fröhlich, wie gesagt, weiter wachsen. Ja, die nächste Aufnahme Season können wir mal kurz ansprechen. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wann die kommen wird. Weil die nächste Woche wieder ein bisschen vom Zeitplan her enger besetzt ist, sage ich mal. Also ich habe da einige Termine, die ich wollte mich auch nochmal mit meinen Kumpels treffen. Und dann muss ich mal schauen, auch wegen der Gemeinschaftsaufnahme, die müsste ja, glaube ich, auch noch dazwischen liegen, wenn ich jetzt richtig informiert bin, oder? Vom Datum her müssten wir jetzt in der zweiten Woche eigentlich sein. Ich weiß es nicht so genau, Leute, weil es ist immer, wenn man im Voraus aufnimmt, da kann ich immer nicht so genau sagen, weil halt auch immer Samstag noch und Sonntag dazwischen liegt. Und normalerweise Samstag Bibos Tech-Pack. Ich will es unbedingt noch in diesem Jahr zumindest die Geschichte mit der Quarry und Vivo's Tech-Pack fertig bekommen. Deswegen weiß ich immer nicht so genau, ja, welche Folge wann wo rauskommt. Also ich weiß zumindest jetzt hier unser LPT-Projekt haben wir zumindest jetzt wieder für anderthalb Wochen zum Zeitpunkt der Aufnahme soweit im Kasten, dass ich wieder jeden Tag eine Folge, also zumindest montags bis freitags, zumindest hier eine Folge habe, die ich rauskloppen kann. Denn wir dürfen nicht vergessen, Leute, schaut bitte aufs Datum. Oktober, Halloween, ich sag nur Unlimited World, Such-Event, ne? Halloween-Such-Event. Und da ist ganz klar, dass ich hier einen Platzhalter wieder habe, wo ich mindestens, sage ich mal, 8 Folgen wieder insgesamt, also auch Doppelfolgen, aufnehmen werde. Da habe ich mich richtig Bock zu. Oh Gott, ey, wir sind so krass verstopft. So, naja, wir machen erstmal das Feld neu bestellen, bis wieder Platz ist. Und dann holen wir uns den Rest mal eben ab. Ist jetzt alles nur Weizen, ne? Also wir haben jetzt keine Karotten oder so. Wir sind hier tatsächlich momentan total nur auf Weizen. Aber auch die bringen Emeralds. Ja, und den Rest, den werden wir, wie gesagt, verballern für Bone Meal. Was übrig bleibt an Körnern. So. Zack. Ja, sind wir auch gleich fertig. So, dann gib mal her hier. Wunderbar.
Blub, 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 blub. So, sind wir schon wieder verstopft, was? Ballern wir mal weg da. Kriegen wir ein bisschen Bone Meal für. Gut, dass wir den Komposter haben. So. Naja, ist trotzdem nicht genug Platz. Egal, scheiß drauf. Ist, wie gesagt, jetzt nicht so wichtig. Gut, Freunde, dann kann das hier auf jeden Fall erstmal wieder wachsen. Das ist nämlich alles Emeralds, die wir dafür bekommen. Und wir schalten damit die Villager hoch. Das ist absolut super. So, dann machen wir am besten hier erstmal Weizen hin. So, zack, da haben wir ein bisschen mehr wieder mitgebracht. Das ist super. So, hier 59. Naja, packen wir das mal so hin. Da ist nochmal 64. Da ist nochmal 64. So, sehe ich da gerade noch mehr? Ne, hier sehe ich Bone Meal. Bone Meal kommt hier hin. So, und diese komischen Weizenkörner, naja, also ich glaube, da brauchen wir wirklich dann mal bald einen Trichter oder so, dass wir das alles durch diesen Komposter da ja mal jagen. Dann haben wir nämlich da auch erstmal einen Zugewinn von Bone Meal. Ja, was ja dann auch wichtig ist. So, hier nochmal Weizenkörner. Und jetzt haben wir hier natürlich noch Papier. Das werde ich auch gleich umwandeln in Papier, nicht in Zucker. Zucker interessiert mich jetzt erstmal nicht. Wir haben unseren Bibliothekar, der ist erstmal wichtiger. Und das haben wir ja, glaube ich, hier gesammelt, ne? Genau, das haben wir da gesammelt. So, die 6 Stück, die packe ich dahin. Ja, die packen wir dahin und das können wir ja mal hier lagern oder so. Da können wir die Dinger ja sammeln. So, gut, dann haben wir das Thema auch erstmal abgegessen und erledigt. Jetzt gucken wir uns nochmal kurz, bevor wir die Aufnahme beenden, schauen wir uns gerade nochmal kurz an, ob jetzt hier alles fertiggestellt ist. Ich werde jetzt hier total abgelenkt, weil das da geklingelt hatte. So, ich glaube, wir sind hier fertig. Nee, Quatsch, hier war noch was zum Austauschen. Aber das nervt ja voll, dass das hier so nachploppt. So, dann ist das hier nämlich alles fertig, ne? Genau. Okay, dann sind wir hier fertig. Das nächste, was kommt, sind die Türen. Das heißt, da müssen wir dann mal uns mal unsere Bäume fällen. Schaffen wir das noch in der Aufnahme? Habe ich eine Axt bei? Ja. Gut, den Baum, die Bäume fällen, machen wir noch. Beim nächsten Mal machen wir dann die Türen weiter. Und das Häuslein weiter designen. Also bauen wir jetzt erstmal kurz das Eichenholz hier ab. Wobei das auch gerade total scheiße ist, weil das hier total nachploppt, ey. Guckt euch das mal an, wie das hier nachploppt, ey. Das ist, manchmal ist es so, das ist nicht immer. Nur manchmal. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. So, dann haben wir das auch schon erledigt. Wird auch schon wieder dunkel, glaube ich. Boah, ich freue mich voll, wenn das Dorf angenommen wird, Leute. Das wird so geil werden. Ja? Das wird richtig cool werden. So, dann haben wir diese Bäume. Ich glaube, das reicht sogar schon. So viel Holz brauchen wir gar nicht für Türen. Weil wir kriegen ja immer 3 Türen raus. Ja, das reicht auf jeden Fall. Den Baum lassen wir stehen. So, das nehmen wir aber mit. So, da kommt auch schon wieder ein Sapling an hier. Ja, das reicht locker für die Türen. Schaffen wir das noch, die Türen zu setzen? Weiß ich nicht. Na gut, hier, das kommt hier runter, kein Problem. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft, auch jetzt in dieser Aufnahme-Season. Wir hatten eine sehr, sehr erfolgreiche Aufnahme-Season gehabt. Wir haben eine Menge geschafft. Wir haben die Acker, wie gesagt, 2-mal komplett abgemäht. Einmal am Spawn, einmal den hier. Wir haben ordentlich die Kisten sortiert. Das wird jetzt richtig mehr. Das heißt, die nächsten Emeralds, die kommen bald rein. Das heißt, also ich gehe stark davon aus, dass wir jeden Villager, der da drin ist, mindestens um ein Level erhöhen können. Wir haben schon das Fundament gebaut, dass wir hier unser Dorf, die Struktur schon haben. Die ersten Gebäude, beziehungsweise der Grundriss, der steht schon. Die Türen kommen jetzt als nächstes. Wir haben schon eine Mauer, das heißt, das Dorf ist erstmal auch nicht einnehmbar. Das ist gut, wir haben hier alles angeglichen. Gar nicht mal schlecht. Also wir sind wirklich, die letzten beiden Aufnahme-Seasons, die sind wirklich genial. Wir haben wirklich eine Menge geschafft. Da muss ich mich wirklich mal selber loben. Sonst sind wir immer ein bisschen, hängen ja mal so ein bisschen durch, ne? Aber hier sind wir wirklich recht produktiv. Das finde ich richtig gut. Ich schätze, in meiner nächsten Aufnahme-Season können wir sogar schon die Inneneinrichtung machen, ne? Da müssen wir nochmal kurz gucken, so ein Lesepult, wie man die Dinger eigentlich baut. Könnt ihr mal kurz mal eintippen? Lesepult. Baut man so ein Ding? Ach, das ist ja einfach. Bücherregal und, ja, Stufe und das ist ja alles. Also das ist recht günstig. Das Einzige ist das Bücherregal, was wir da brauchen.
Und da müssen wir mal dann bei uns gucken. Also, Freunde, ich werde jetzt... was ist hier oben passiert? Ist da jetzt... hier, wir brauchen noch die Setzlinge hier, dass wir die da mal eben wieder mal hinsetzen können. Ich werde jetzt hier warten, bis die Setzlinge runterkommen und dann, wie gesagt, ich werde mich hier AFK mal hinstellen, weil ich jetzt, wie gesagt, für eine Stunde mal außer Haus bin, deswegen mache ich gerade ein bisschen Zeitdruck. Aber hat ja prima geklappt jetzt hier mit der Aufnahme-Season und dann kann das hier nämlich wachsen, dann kann ich nämlich den ganzen Spaß da wieder neu, oder ich bleibe einfach hier drin stehen, aber ich werde mich trotzdem mal irgendwie lieber mal so mit Dirt oder so hier mal in Sicherheit bringen, ne? Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir das machen. So, perfekt. Gut, Freunde, ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und ich würde sagen, bis zur nächsten Aufnahme-Season. Ich bin gespannt, was wir da reißen. Ich freue mich riesig, dass wir jetzt genügend Material erstmal wieder haben von unserem LPT-Projekt. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne neue Woche oder einen schönen Tag oder wie auch immer. Abonnieren nicht vergessen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!